Wir sind voll besetzt. Ein Gesangverein aus Augsburg feiert hier Stiftungsfest. Bleiben bis über. Ich kann's kaum abwarten. Ach, das gute Bier. Ah, was hab ich gesagt? So, jetzt kommt der gemütliche Teil. Sind die Musiker schon da? Ah, grüß dich, Herr Paul. Na, war das eine schöne Idee, nach München zu fahren? Trink nicht so viel, du bist ja ganz erhitzt. Ja, darum trinke ich, ja. Herr Ober, hier kommt auch noch was her. Warum rührt ihr euch nicht? Herr Bub, was hast du denn? Ich war ganz hingerissen von deinem Gesang. Super. Das sagt bloß, es hat dir nicht gefallen. Ja? Du ärger Papa nicht. Ich fand, es war großartig. Du bist großartig. Du hast ja eine richtige sexy Stimme. Sag bloß, du hast mich rausgehört. Ich hab sie rausgehört. Sehr sexy. Ja? Man soll aber niemand raushören aus dem Chor. Na, ich hoffe, dass ihr euch jetzt mal den Schweiß bringt. Was? Entschuldigung. Ja, bitte, bitte. Haus, hier ist einer von der Presse, ist ein Reporter. Ui, Presse. Es drückt sich was aus im Gesang, meine ich, nicht? Ein Gefühl, eine Überzeugung, eine Lebensanschauung. Lebensanschauung? Ja, eine positive Lebensanschauung natürlich. Das gibt's ja auch noch. Wo man singt, der lass dich ruhig nieder, den bösen Menschen haben, keine. Ja, das kennt er, das kennt er. Nein, ich meine, es ist eine Art Freude am Leben, nicht? Ein positives Lebensgefühl. Bringen Sie uns mal sechs klare. Und auf unser Stiftungsfest wollen wir uns eine genehmigen. Halleluja! Jahre, das ist ein guter. Zum Feiern. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt nämlich, sag mal, Paulus, wann wurden wir denn gegründet? 1899. Und das von seinem Großvater, wir gehen hier raus, ich muss mal in frische Luft hier. Das wär's. Positives Lebensgefühl, mein Lieber. Was für eine Laune der Papa ist. Ja, ja, ich sehe es ja. Er dreht wieder mal durch, halt. Thank you.
Ich muss mich umziehen. In 5 Minuten. Ich lasse die Tür auf. Kanone, August. Eine Vitalität, das ein Mensch. Warte mal. Das, wo kommt das her? Die singen doch. Das kommt von draußen, das ist schon hier. Kommt von draußen raus. Ja, die hast du aufgelassen, aber man kann sie ja zumachen. So, jetzt ist sie zu. Jetzt ist sie sogar abgeschlossen. Bitte, Herr Bart, machen Sie wieder auf. Ja, wieso? Du wolltest sie doch zumachen. Jetzt ist sie zu. Guck doch nicht so erschrocken, Mädchen. Ne? Gib's meinen Kuss nicht, verschwind wieder. Herr Bart. Ja, den Kuss krieg ich, du. Den habe ich verdient. Aber auf die Wange. Und dann gehen Sie raus. Auf die Wange? Hör mal, seit wann küsst man Mädchen auf die Wange? Ja? Lassen Sie mich los, Herr Bart. Wehr dich doch nicht, das hat doch keinen Zweck. Ich bin doch stärker als du. Sie sollen mich loslassen. Ich will dich den Kuss haben. Doch nicht auf die Wange. Den nehme ich mir schon. Ich schrei, wenn Sie mich nicht loslassen. Mädchen, halt still. Komm, krieg ja doch, was ich will. Helene, mach doch die Tür auf. Oh. Weiß doch, dass du... Helene, was ist denn los? Ich höre dich doch. Bist du nicht allein? Das musst du verbieten, sonst sind die ja morgen alle heiser. Was wird denn dann aus unserem Konzert, ne? Hören Sie. Rufen Sie die Polizei. Warte. Irene ist tot.
Vorsichtig, sauglatt. Ja. Gesangsverein haben wir. Das war noch Schnee heute. Ja. Gesangverein? Ja. Wie viele Leute? Wir hatten Bayern gespielt. Verloren. Ja, Schmeling schafft Vormann auch nicht mehr. So, das ist Herr Barth, der Präsident vom Gesangverein. Sag mal doch Präsident, nicht? Vorsitzender, ich bin der Vereinsvorsitzende. Hauptinspektor Derrick. Oberinspektor. Herr Klein tut sich ein bisschen schwer mit Titeln. Das ist Herr Broll. Guten Abend, Herr Broll. Na. Ja, das ist ja nun ein trauriges Ende Ihrer Fall. Ja. Sie kommen aus Augsburg, ja? Ja. Wo ist die Tote? Im ersten Stock. Herr Berg, würden Sie bitte mitkommen? Sie brauchen mich? Vielleicht. Guten Abend, Doktor. Guten Abend. Ihr Zimmer? Mhm. Sie ist raufgegangen, wollte sich umziehen. Sexuell missbraucht? Nein. Warum umziehen? Sie hat getanzt und hat sie gesagt, mir klebt alles im Leib, ich gehe rauf und ziehe was anderes an. Ja. Man hat ihr Mund und Nase zugehalten, aber das Genick ist gebrochen. Wie alt ist sie? Ich weiß nicht genau. Herr Barg? Herr Barg! Ja, bitte? Wie alt ist sie denn? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin von meiner Tochter. Meine Tochter ist 22. Ich glaube, Irene war ein bisschen älter. Dann sahen wir die Tür offen und, naja, man guckt ja unwillkürlich rein, nicht wahr? Und da sahen wir denn das da. Was sahen Sie das denn, das? Naja, das. Dass da irgendwas passiert war. Was war denn passiert? Erzählen Sie doch mal. Also ich habe einen Mann gesehen, der auf dem Boden kniete und sich über jemand gebeugt hatte. Ich dachte noch, wer ist denn das und was macht denn der da? Was heißt denn das, was macht denn der da? Naja, also in der ersten Sekunde, nicht wahr, weil er kehrt uns doch den Rücken zu und da wussten wir doch noch, da konnten wir die ganze Szene ja noch gar nicht richtig begreifen. Und wir dachten alle im ersten Moment nur, was macht er da mit dem Mädchen? Und dann drehte er sich um und da sahen wir, dass es Helmut war, der Sohn von Barts. Dann stand er auf, war sowas von bleich. Und dann hat er uns völlig entgeistert angesehen. Dann kam er raus, ich dachte noch, was ist denn bloß mit dem? Er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Und dann sagte er, sie ist tot, sie steht nicht auf, sie ist tot. Sagen Sie ihr, dass sie aufstehen soll. Nackt, wie sie war. Ja, na, dann sind wir reingegangen. Ich meine, ich verstehe ja ein bisschen was von erster Hilfe und so. Na, dass die tot war, dass da nichts mehr zu machen war, das habe ich gleich gesehen. Ich sagte noch, Junge, die ist tot. Die kriegt keiner mehr lebendig. Ja. Naja, und da ist er dann ab. Was ist er? Ab, weg, weggelaufen. Also, so weggelaufen. Die Treppe runtergelaufen. Das ist ein ganz falscher Ausdruck, ist doch nicht weggelaufen. Er hat mich gesucht. Er hat mich ja auch gefunden. Unten am Empfang. Und dann hat er gesagt, Papa, die Irene ist tot. Und das kann man doch nicht sagen, er ist weggelaufen. Ja, aber August, ich gebe doch nur meinen ganz persönlichen Eindruck wieder. Wo ist der Sohn, Herr Barg? Im Zimmer. Mama, der ist doch im Zimmer. Ja, er liegt auf seinem Bett, er hat einen Nervenzusammenbruch. Das ist ja kein Wunder. Ja. Wenn man in ein Zimmer kommt und sieht, sowas? Ihr Zimmer ist da. Ja, oh, großer, danke. Hier ist Polizei, Helmut. Komm, Bub, dreh dich mal rum, da will ich was fragen. Ja gut, hast du gehört, was ich gesagt hab? Sollst du so da liegen? Steh auf! Sollst du mal Fragen beantworten? Das hab ich doch schon. Ja, dann beantworte sie eben noch einmal. Er kam rauf und klopfte an die Tür und sagte, Irene, mach doch mal auf. Die Tür war abgeschlossen, gell? Ja, sie war abgeschlossen. Aber das Merkwürdige war, sie hat nicht geantwortet. Sie war im Zimmer, ich habe Geräusche gehört, aber sie hat nicht geantwortet. Ja, weil sie ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich bereits tot war, gell? Aber der... Aber der Mörder war noch in ihrem Zimmer. Er war noch im Zimmer. Die Tür war abgeschlossen und nachher war sie offen. Ich habe Schritte gehört. Ich habe gehört, wie der Mörder weglief, die Treppe runter. Warum ist Fräulein Eppler raufgegangen? Sie
wollte sich umziehen. Sie sagte, mir klebt alles, mir ist heiß, ich gehe mich umziehen. Und warum sind Sie raufgegangen? Ich bin ihr entgegengegangen, ich wollte sie abholen. Hatten Sie eine besondere Beziehung zu dem Mädchen? Was heißt besondere Beziehung? Unsere Familien sind befreundet. Sie war die Freundin meiner Tochter. Sie war öfter bei uns zu Hause, fast jeden Tag. Waren Sie mit ihr befreundet? Ja, das war ich. Eng? Ich meine, sehr gut befreundet? Ja. Ich verstehe nicht, was das für eine Rolle spielen soll. Er kommt da rauf und klopft an die Tür und kriegt keine Antwort. Er macht eine klare Aussage. Ich verstehe nicht, warum Sie nach seiner Beziehung zu dem Mädchen fragen. Was hat das damit zu tun? Sie sind ja völlig erschöpft. Das ist doch kein Wunder. Wir sind alle völlig erschöpft. Schauen Sie mich an. Ich zitter auch. Da bist du ja, August. August Eppler ist am Apparat. Eppler! Wer hat... Aber er muss es doch wissen, August. Ja, sag du es ihm, ich kann nicht mehr sagen. Nein, nein, nein. Herr Inspektor, können Sie ihm das nicht sagen? Es ist doch eine Sache von der Polizei. Ja, schon, aber Sie sind doch mit der Familie befreundet. Machen Sie das bitte. August, der würde es nie verstehen, wenn du ihm nicht Bescheid sagst. Bitte gehen Sie in die Kabine. Komm, August, geh. Komm. Moment, bitte, gleich. August, es ist was passiert. Irene ist tot. Sie ist ermordet worden. Ich bin nicht in der Lage, dir Einzelheiten zu sagen. Setz dich in den Wagen, komm her. Komm sofort her. Komm sofort her. Kann man noch was trinken hier? August, was hat er denn gesagt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich hab nicht zugehört. Ja. Ihr wisst alle, was passiert ist? Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Und wir werden alle gebeten, nicht schlafen zu gehen, sondern uns zur Verfügung zu halten. August. Ja. Wie soll man sich verhalten? Setz dich hin, bleib sitzen. Bleibt alle sitzen. Gehen Sie bitte hinunter in den Saal. Sie bleiben hier, ja? Sie sehen doch, er kann sich kaum auf den Beinen halten. Naja, sehe ich. Der einzige Zugang? Hier über diese Treppe. Es gibt keine Feuertreppe, kein Vordach, kein Balkon. Fenster waren oben verschlossen. Der Mörder muss also die Treppe heraufgekommen sein. Ja, hier entlang, dann über den Vorplatz. Was ist mit den Angestellten? Ja, da kämen nur die Kellner in Frage, aber hier oben wurde keiner gesehen und unten wurde keiner vermisst. Es waren nur Gäste hier oben gewesen. Als Täter kommt demnach nur einer von den Gästen in Frage. Irene Eppler hat zu Ihnen gesagt, mir ist heiß, ich gehe jetzt drauf. Ja. Sie sind ihr nachgegangen. Wann? Wie viel Zeit verging? 5 Minuten vielleicht. Sie haben immer noch nicht gesagt, warum Sie ihr nachgegangen sind. Ich bin ihr nicht nachgegangen. Wir waren oben verabredet. Sie kam also die Treppe herauf, begegnete Ihnen jemand? Hat Sie jemand gesehen? Nein, niemand. Und der Vorplatz hier, der war leer. Ja, der war leer. Nichts gesehen, nichts gehört? Nichts, nein. Na, dann zeigen Sie uns mal, was passiert ist. Machen Sie es uns vor. Was soll ich vormachen? Na, da ist die Tür, gehen Sie hin. Ja, zeigen Sie uns, was Sie gemacht haben. Ich habe geklopft, ich habe ihr gesagt, ich habe geklopft. Ja, tun Sie es doch. Ich habe gesagt, Irene, bist du noch da? Bist du fertig, Irene? Irene, warum antwortest du nicht?
ist denn, Irene? Ich höre dich doch. Bist du nicht allein? Irene. Irene, was ist denn? Mach doch auf. Das ist das Zimmer meiner Schwester. Ich habe gedacht, die Zwischentür ist vielleicht offen, aber sie war nicht offen. Und plötzlich habe ich draußen Schritte gehört. Ich bin gleich rausgegangen, um zu sehen, wer da ist. Er hält uns ganz schön im Trab. Mhm. Was wollte die noch von dir, Bub? Dann war die Tür offen. Ich habe gleich gesehen, dass sie offen war. Wissen Sie, wie weit sie offen war? Ja, so weit vielleicht. Dann habe ich sie am Boden liegen sehen. Ja, und der war weg, dessen Schritte Sie gehört haben. Sie haben nichts mehr von ihm gesehen. Nein, nichts. Nur ein Schatten auf der Treppe. Sie haben doch Schritte gehört. Ja, wenn er es doch sagt. Er sagt doch, er hat jemand gehört und ich denke, er wird recht gehabt haben. Daran zweifeln Sie doch nicht. Es gibt doch keinen Grund, daran zu zweifeln. Er sagt, er hat Schritte gehört und es waren die Schritte des Mörders. Ne? Der Mörder war noch im Zimmer, hört das Geklopfen an der Verbindungstür, denkt er doch raus. Denkt nichts wie raus. Einzige Möglichkeit, raus und weg. Ist doch etwas, was dem Bub glauben müsse. Er sagt die Wahrheit. Sie haben noch mal mit ihm gesprochen und sich die Situation erklären lassen, weil er hat ja den Mörder beinahe gesehen. Er hat ja Schritte gehört, nicht? Der Mann, der ist die Treppe runtergelaufen. Und das hat er gehört. Das ist eine Aussage, an der nicht zu zweifeln ist. Was auch niemand tut. Es gibt gar keinen Grund, ihn in dieser Weise anzustarren, ne? Wieso, August, wieso? Na, ich seh's doch. Die lassen ja nicht aus den Augen. Und Sie, August? Geh runter in den Saal. Die Polizei wünscht, dass wir uns da versammeln. Und die auch. Aber ihr spielt keine besondere Rolle. Das will ich nicht sagen. Dein Sohn sagt, er hat den Mörder gehört. Weit weg waren wir auch nicht. Was denn los? Was schaut ihr den Bub so an? Hier sind wir. Aber August, wir starren ihn doch gar nicht an. Sind alle völlig erschüttert. Erschüttert und niedergeschlagen. Komm. Setz dich hin. Sitz doch nicht so da, heb doch den Kopf hoch. Was hältst du von dem Jungen, Harry? Ja, ich sehe kein Motiv für ihn. Erstens. Und zweitens die offene Tür. Motiv könnte es schon geben. Wir kennen es nur noch nicht. Ja, die offene Tür. Man bringt ja niemanden bei offener Tür um. Hat er getrunken? Er sagt, drei Glas Wein, ein paar Schnäpse. Vielleicht hat er nicht gesehen, dass die Tür offen stand. Der hat ihn nicht betrunken. Alle waren betrunken. Der Schalk hat sie nüchtern gemacht, aber besoffen waren die alle. Aber es sind keine guten Zeugen. Das werden wir ja sehen. Wir haben Grund zu der Annahme, dass der Mörder hier unter uns ist. Wir wollen versuchen, die Ereignisse zu rekonstruieren. Was vielleicht möglich ist, wenn Sie alle helfen, versuchen, sich zu erinnern. Und wenn Sie einverstanden sind, natürlich. Ja, selbstverständlich. Was meinen Sie mit rekonstruieren? Es gibt einen ziemlich markanten Punkt im zeitlichen Ablauf. Irene Eppler hat doch getanzt. Ja. Wo hat sie getanzt? Da. Aha. Ich denke, dass jeder noch von Ihnen weiß, wo er gestanden oder gesessen hat. Bitte nehmen Sie diese Plätze noch mal ein. Wollen Sie uns dabei helfen, Herr Bach? Ja, selbstverständlich. Also ihr habt ja gehört, es handelt sich darum, wo jeder gestanden hat. Stellt euch da wieder hin und wer gesessen hat, der setzt sich wieder hin. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch, wer neben Ihnen stand oder saß, das wäre wichtig. Es kommt doch nichts dabei raus. Erster Versuch einer Auslösung. Aber nicht zufällig. Ja, vielleicht nicht, aber der Mörder wird gezwungen, irgendwas zu tun. Harvey. Ja, was macht denn ihr da? Ihr wart doch gar nicht dabei. Die haben draußen gesungen im Garten. Ja, die waren nicht da. So, dann gehen Sie mal beiseite. Sie haben hier gestanden? Ja.
wo waren Sie? Ja, der hat doch mitgetanzt. Das war doch die große Nummer. Ja, kann ich die Musik noch mal hören? Die habe ich weggeschickt, die Band. Die haben ja gespielt. Ja, das war so eine südamerikanische Nummer, die Irene getanzt hat. So Spanisch, wissen Sie, so. Das hat die gekonnt, das hat die wirklich gekonnt. Und wir haben geklatscht. Und August, der Herr Bark, meine, der hat dann mitgemacht. So aus Spaß, wissen Sie. Na, der hat nicht richtig mitgetanzt, der hat dann nur so etwas aufgeführt. So. Naja, das Ganze war ja nur ein Jux. Wir waren halt ausgelassen und die Stimmung, möchte ich mal sagen, die hat ja einen gewissen Höhepunkt erreicht. Und dann habe ich der Irene den Schal weggenommen. Könnt ihr meine Serviette haben? Ja, danke. Und dann habe ich den Schal so genommen von der Irene und habe ihn so ausgebreitet. Und dann habe ich gesagt, Uli, Toro, komm, Toro, Toro. Und dann ist der August, der Herr Park auf mich zugestürzt, wie ein Stier ist der auf mich zugestürzt. Und dann hat auch die Irene zu tanzen aufgehört und wir haben alle gelacht, geklatscht. Fräulein Eppler ist dann an den Tisch zurückgegangen. Ja. Wo war das? Hier. Ja. Sieh dir mal den Burschen an. Sie haben hier gesessen, ja? Ja, hier. Irene Eppler kam an den Tisch zurück. Ja, sie kam zurück. Dann sagte sie... Mich lebt alles. Ich gehe rauf und mich umziehen. Sonst nichts? Nein. Und ging dann sofort? Ja. Ging jemand mit ihr? Nein. Oder ist dir jemand nachgegangen? Nein. Aber du bist ihr doch nachgegangen. Ja, ich. Ich habe ja gesagt, dass ich ihr dann nachgegangen bin. Ist doch die Frage, ob sonst noch jemand rausgegangen ist. Ich habe niemand sonst gesehen. Ja, dann hast du mich nicht gesehen. Ich bin ja auch rausgegangen. Das heißt, August und ich, der war ja klatschnass. Ja. Ja, mir klebt ja auch alles am Leibe und der war wie aus dem Wasser gezogen. Dann sind wir in den Waschraum gegangen, da haben wir niemanden sonst gesehen, aber gehört haben wir, die da draußen gesungen haben. Und dann sind wir ja auch noch rausgegangen, Menschenskind, habe ich zu August, zu Herrn Bark gesagt. Die werden ja heiser in der Luft da draußen. Die Kapelle, hat die auch eine Pause gemacht? Ja, die Kapelle hat doch eine Pause gemacht, aber sie ist im Saal geblieben. Ja, das habe ich ja gecheckt. Ja. Sie haben draußen gesungen? Ja, im Garten draußen. Ja, dann gehen Sie bitte darüber. Wir werden jetzt versuchen, diejenigen unter Ihnen auszuscheiden, die für die Tat nicht in Frage kommen können, von denen wir wissen, wo sie waren während der Tatzeit und die Zeugen dafür haben. Sie waren im Waschraum, sagten Sie? Ja, August und ich, das heißt Herr Bark und ich. Ja, ja. Wir konnten ja kaum noch. Ja, natürlich, dann gehen Sie bitte auch darüber. Ja, komm, August. Sie fallen auch weg. Mit Ihren Frauen. Jeder, der einen Zeugen dafür hat, dass er diesen Raum nicht verlassen hat, der geht jetzt bitte darüber. Was soll denn das Ganze? Der Mörder muss sich einen Zeugen suchen. Ja, gehen wir auch. Was hat denn das zu bedeuten? Was bezwecken Sie denn damit? Das ist doch ziemlich klar. Hier zeugt einer für den anderen. Und es ist einer übrig geblieben, der keinen Zeugen hat. Na, du hast noch gesehen! Ja. So. So habe ich ihn gesehen. Mach das doch mal, was du eben gezeigt hast. Das Mädchen ist doch gar nicht erwürgt worden. Du kannst doch den Bub gar nicht so gesehen haben, wie du eben gezeigt hast. Ich hoffe, Sie wissen, was von dieser Demonstration zu halten ist. Hier hat jeder sein Zeugen. Was sind denn das für Zeugen? Die waren doch alle besoffen. Der Mörder lacht doch nur darüber. Wie kannst du das sagen? Tja, glauben die denn, dass ich sie umgebracht habe? Ach, die sind doch verrückt. Die wissen ja nicht, was sie reden und was sie tun. Die werden schon wieder zur Vernunft kommen. Das geht gegen den Jungen, August. Ach, du hast doch gesehen, was der da mit den Händen vorgeführt hat. Das Mädchen ist doch gar nicht erwürgt worden. Setz dich wieder hin, Bub. Du hast nichts zu befürchten, ganz bestimmt nicht. Vielleicht war es doch der Junge. Denk mal an deine eigenen Worte. Das Motiv, offene Tür. Hm? Dann müssen wir jeden Einzelnen von denen aus seinen Zeugen fragen, sehen, wie gut die Zeugen sind. Oder? Ja. Bitte würden Sie Ihre Plätze wieder einnehmen. Ich möchte mit jedem von Ihnen sprechen.
Können Sie mir dabei helfen, Herr Bark? Ja, selbstverständlich, natürlich. Wer von uns sollte in Frage kommen? Sag uns das doch mal. Ja, wer soll denn in Frage kommen? Sie, wie lange geht denn das los? So hin und her? Schon halb drei? Ja, für mich auch. Sie auch, bitte. Ja. Man muss doch mal die Situation sehen, so wie sie gewesen ist. Wir haben gesungen, wir haben getrunken, wir haben getanzt. Wir waren vergnügt, wir waren ausgelassen. Und wir waren, das kann man wohl sagen, wir waren nicht mehr ganz Herr unser selbst. Dann tanzt Irene da, ein schönes Mädchen, tanzt allein, produziert sich, zeigt sich so, wie sie gewachsen ist. Ist doch ganz klar, dass sie Wünsche hervorruft bei Leuten, die über den Durst getrunken haben. Deswegen braucht man sie doch nicht als Verbrecher zu bezeichnen. Es kommt doch hier jeder in Frage. Wer das getan hat, das könnte doch jeder von uns getan haben. Ja. Bist du denn des Teufels? Nein, ich sag nur, dass hier jeder in Frage kommt und nicht nur der Bub, weil er sie gefunden hat. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Ja, ja. Ja, hier haben wir gestanden. Ja, und alle, ja. Alle habt ihr hier gestanden. Denn das ist es doch, worauf es ankommt, dass jeder sagen kann, dass keiner zwischendurch weggegangen ist. Das ist es doch, nicht wahr? Also Sie haben alle hier gestanden und haben gesungen. Ja. Warum haben Sie denn gesungen? Ja, warum? Ja, warum? Die singen doch, wo sie gehen und stehen. Ja, wissen Sie, dass das Mordzimmer genau über Ihnen ist? Ach, ja, was ist das? Tatsächlich? Ja, haben Sie denn gar nichts gehört? Ja, das können die doch gar nicht. Wie laut haben Sie denn gesungen? Nach geschmettert haben die. Und ich sage noch, Menschenskinder, seid ihr denn noch gescheit bei der kalten Luft? Ja, ich denke, Sie waren im Waschraum. Ja, da habe ich es ja gehört. Und da sage ich noch zu August, zu Herrn Bark, wo kommen das her? Die singen vielleicht draußen und... Dann sind Sie rausgegangen und haben nachgesehen? Ja, ja. Und Herr Bark auch? Nein, nein, der blieb im Waschraum. Das ist doch Ettler. August. August. Der Ettler ist da. Man hat den Mörder noch nicht gefunden. Nein, Werner. Ja, man glaubt, dass er hier im Saal ist. Werner, da ist Polizei. Im Saal. Der Mörder. Sitzt hier irgendwo. Steht hier irgendwo. Wem hat sie denn etwas getan? Wem hat sie denn etwas getan? Sie hat doch keinem etwas getan. Wer hat sie umgebracht? Was ist los? Du! Du! Wer hat sie umgebracht? Wer? Was ist los? Nein. Wer? Nein. Wer? Hey, entschuldige. Entschuldigt. Ich bin von Augsburg hergefahren wie ein Verrückter. Ich weiß gar nicht wie. Und während der ganzen Zeit fragte ich mich, habe ich das richtig verstanden? Man kann doch nicht einfach anrufen und sagen, die Irene ist tot, setz dich in deinen Wagen und komm her. Warum hast du nicht mehr erklärt, nicht mehr gesagt? Warum hast du aufgelegt? Werner, ich war nicht in der Lage. Nicht in der Lage. Du sagtest, lass die Irene mitfahren. Die Kinder wollen es, sie will es auch, lass sie mitfahren. Ja, da habe ich dann ja gesagt. Warum habt ihr nicht auf sie aufgepasst? Sieh dir den Jungen an. So, so hat er über ihr gelegen. Warum hast du nicht auf sie aufgepasst? Wo ist sie gestorben?
oben in ihrem Zimmer. Sie hat getanzt und wollte sich umziehen in ihrem Zimmer. Zeig mir das Zimmer. Werner, hier ist Oberinspektor Derrick von der Mordkommission. Er kann dir alles erklären. Darf man darauf gehen? Ja, ja. Komm, zeig mir den Platz. Werner, ich kann das nicht. Bitte, lass jemand anders mit dir gehen. Nein. Nein, ich wüsste nicht, ob ich nicht vielleicht den Mörder mit hinaufnehme. Komm. Komm. Pass auf, Alter. Dem Mörder muss das ganz schön an die Nieren gegangen sein. Ja, hoffentlich. Hier wurde sie gefunden. Ja. Das ist also geblieben. Eine Kreidezeichnung auf dem Boden eines Hotelzimmers. Mein Gott. Warum kommst du nicht rein? Mir alle angesehen. Ich komme nicht weiter. Ich auch nicht. Ob man hier noch was zu trinken kriegt? Sagen Sie, wie lange das dauert noch? Wann schicken Personal im Bett? Wir haben 2:50 Uhr morgen. Ich weiß, wie spät es ist. Aber bitte, wir alle müssen früh auf morgen wieder arbeiten. Allerdings war ich nicht. Kann morgen ganz Tag ausschlafen. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Es gibt für mich nur einen, der sich ungewöhnlich verhält. Bark? Ja. Er ist aufgeregt. Gestört. Fast exaltiert. Das stimmt, ja. Aber es geht um seinen Sohn, das ist seine Angst. Ist er noch oben? Ja, er hat einen Weinkrampf. Er weint? Mhm. Das sind Freunde. Offenbar sehr gute sogar. Es trifft ja auch auf ihn zu, was er da selber gesagt hat. Er sagt, jeder von uns kommt in Frage. Beschreibt die Situation sehr gut, die allgemeine Ausgelassenheit, die ja bei ihm besonders groß war. Sein Tanz? Ja. Hat mit ihr getanzt. Die beiden. Allein. Alter geiler Bock. Entschuldige, Werner, wenn ich meine Fassung will. Bitte geh alleine runter. Ich komm nach, wenn ich kann. Nimm dich doch zusammen. Gustl, was soll ich denn sagen? Ich brauche dich. Sie haben gesagt, seid ihr denn noch gescheit zu singen in der Kälte in der Nacht? Ja, ja. Worum es eigentlich geht, sind Sie sofort zurückgegangen in den Waschraum? Ja, sofort zurückgegangen. Du bist nicht sofort zurückgegangen. Was bin ich nicht? Du hast gesagt, die zweite Stimme ist falsch und hast dann mitgesungen. Was, ich habe mitgesungen? Ja, du hast dich hingestellt und hast mitgesungen. Was habt ihr denn gesungen? Wer hat dich, du schöner Wald? Wer? Du? Mann. Ja, wie lange ist er denn hier geblieben, hat mitgesungen? Oh, nicht lang. 5 Minuten. Und dann sind Sie sofort zurück in den Waschraum zu Herrn Bark? Ja. Und der war noch da? Ja, das habe ich Ihnen doch gesagt, dass der nicht mehr japsen konnte. Sagen Sie mal, warum fragen Sie mich denn das alles? Wir wollten es nur noch mal wissen. Er hat also 5 Minuten Zeit gehabt. Ja, 5 Minuten. Ja. Ist er raufgegangen,
in ihr Zimmer, das Mädchen überrascht, als es sich umzog, hat die Tür hinter sich abgesperrt und sein Glück versucht. Besoffen, wie er war. Aufgekratzt, nicht mehr Herr seiner selbst. Aber die Worte hat er doch selber benutzt. Er hat doch gesagt, wir waren alle nicht mehr Herr unserer selbst. Hat er schon seine eigene Verteidigungsrede gehalten? Ja, das Mädchen hat sich gewehrt, wollte um Hilfe rufen. Hat ihren Mund zugehalten? Vor der Tür stand sein Sohn. Der auf keinen Fall wissen sollte... Sag mal, Stefan, es muss ja eine teuflische Situation gewesen sein. Er musste das Mädchen daran hindern, sich bemerkbar zu machen und hat es dabei umgebracht. Ja. Was machen wir jetzt? Ziemlich miesen Eindruck. Komm. Ich habe auf dich gewartet. Ich kann jetzt nicht allein in den Saal gehen. Gehen wir. Wie sieht's denn aus? Darf man fragen? Darf man fragen, was zur Sprache gekommen ist? Hat man ihm denn nicht gesagt, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe? Was hast du denn mit deinen eigenen Augen gesehen? Ich habe Helmut Bark gesehen, wie er sich über sie gebeugt hatte. Die Hände... so. Hat man dir das nicht gesagt? Ja, das hat man mir gesagt. Ich weiß, wie dir zumute gewesen sein muss. Sie können jetzt alle auf Ihre Zimmer gehen. Sie können sich schlafen legen. Sie können auch schlafen gehen. Weil Sie am Ende sind mit Ihrem Latein. Gute Nacht. Wollt ihr nicht auch schlafen gehen? Wir müssen noch ein Zimmer für Werner besorgen. Ich werde mal sehen, ob... Bleib ruhig hier, ich gehe noch nicht schlafen. Aber du bist doch völlig erschöpft und müde. Ich bin nicht müde. Aber ihr seid müde. Bitte geht rauf, geht schlafen, nehmt Werner mit ins Zimmer. Kommen Sie her. Haben Sie alle weggeschickt? Brauchen Sie sie nicht mehr? Nein. Aber Sie suchen noch jemand, dem Sie den Mord auf den Kopf zusagen können? Na ja, schon. Aber wir sind auf sein Geständnis angewiesen. Weil es keine Zeugen gibt? Weil es keine Zeugen gibt, ja. Also hat es keinen Sinn, dem Mann den Mord auf den Kopf zuzusagen? Keinen Sinn, nein. Weil er es leugnen würde. Müsste. Leugnen müsste. Wieso müsste? Er kann ja gar nicht anders. Er muss an seine Familie denken. An Eppler. Ich bin sogar davon überzeugt, dass er sich eher die Zunge herausreißen, als sein Geständnis ablegen würde. Der Mann ist immer noch der Meinung, dass es für ihn einen Weg zurück gibt. Verstehen Sie mich? Einen Weg zurück in den Alltag, in die Normalität. Wenn es ihm nur gelingt, zu schweigen, meint er. Und Sie meinen, dass es diesen Weg in die Normalität nicht mehr gibt? Ich will Ihnen mal die Situation des Mannes erklären. Er wollte Irene Eppler gar nicht umbringen. Das Ganze war nämlich an ein Zusammentreffen unglücklicher Umstände. Der Mann war wie alle hier betrunken. Gut gelaunt, ein bisschen aus, dass ich weiß nicht, wie er in das Zimmer des Mädchens kam. Vielleicht war es Zufall, vielleicht ist er nachgegangen. Jedenfalls versuchte er sein Glück bei ihr. Wogegen ja gar nichts einzuwenden ist. Nur sein Angebot muss sehr eindeutig gewesen sein, denn als Helmut Bark an die Tür klopfte, die verschlossen war, da fand der Mann gar keinen anderen Ausweg, als das Mädchen daran zu hindern, sich bemerkbar zu machen. Das musste er tun. Denn er hätte sich in der peinlichsten Weise bloßgestellt. Und aus dem Grund hielt er dem Mädchen Mund und Nase zu. Sie hat sich gewehrt. Ja, vielleicht wurde sie ohnmächtig, fiel zu Boden und brach sich das Knick. Ja, sie war tot.
ehe er überhaupt bemerkte, was eigentlich geschehen war. Das Knick gebrochen? Ja. Ich denke nicht, dass es ein vorsätzlicher Mord war, sondern so etwas wie, wie ein unglücklicher Zufall. Sehen Sie, und das ist das Schlimme daran. Wieso das Schlimme? Weil es dem Mann ermöglicht, die Sache wie einen Unglücksfall anzusehen. Er wollte es ja nicht. Es tut ihm entsetzlich leid. Es gelingt ihm, die Tote zu sehen wie, ja, wie das Opfer eines Verkehrsunfalls. Als habe er selbst nur so viel damit zu tun, wie der Fahrer eines Autos, der mal einen kleinen Fehler gemacht hat und... Sie meinen, so denkt der Mann? Ja, so denkt er. Er hält sich nicht für einen Mörder. Obwohl er es ist und dass es ist, das wird ihm mit jeder Stunde, die vergeht, immer klarer werden. Ja, dann will ich auch mal raufgehen. Naja, Sie haben ja auch eine Menge hinter sich. Gute Nacht. Gute Nacht. Die wünsche ich Ihnen. Sagen Sie mal, warum sagen Sie mir eigentlich nicht, dass Sie mich für den Mörder halten? Würden Sie es denn zugeben? Warum lassen wir ihn gehen? Er wird es nicht zugeben. Er kann es ja gar nicht. Soll er seinem Sohn sagen, ich habe das Mädchen umgebracht, das du liebst, seinem Freund Eppler, ich habe deine Tochter getötet? Was ist mit seiner Frau, seiner eigenen Tochter, mit all den Leuten, die hier sind? Er kann es nicht, nicht jetzt. Für ein Geständnis, Harry, ist der Mann noch zu verzweifelt. Für das Beste, wenn Herr Eppler hier schläft. Ja. Mama hat mein Zimmer und ich schlafe bei Inge. Sie hat ein Sofa im Zimmer. Ja. Man kann ihn jetzt nicht allein lassen. Kann ihn nicht allein lassen. Legen Sie sich aufs Sofa. Leg dich auch schlafen, Vater. Sie war so jung und voller Lebensfreude. So lustig. Können wir noch irgendwas tun? Nein. Warum sitzen wir dann noch hier? Er hält's nicht aus. Nicht eine ganze Nacht lang. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es muss jemand hier sein, wenn es soweit ist. Ich warte hier. Komm, Harry. Leg du dich hin. Komm. Wir hätten ihn doch vernehmen sollen. Nein. Weißt du, es gibt Menschen, denen kann man die Tür aufmachen, aber kommen? Kommen müssen die schon von allein. Warum legst du dich nicht auch hin? Gleich, Werner. Ich kann nicht schlafen. Ich auch nicht, Werner. Ich sehe sie andauernd vor mir. Als ich wegfuhr, fragte ich sie, seit wann interessierst du dich für Gesang?
Da lachte sie und sagte, ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Ich versuche doch zu schlafen, weil es ist ja schon morgen. Warum gehst du nicht auch schlafen? In ein paar Minuten, Werner. Ich bin gleich wieder da. Herr Bark? Ja? Ich will noch ein paar Schritte an die frische Luft. Erkälten Sie sich nicht. Es ist kalt draußen. Springe ich runter. Das ist kein Ausweg. Für mich ist es einer. Nein. Wenn Sie da runterspringen, schaffen Sie das, was Sie angerichtet haben, nicht aus der Welt. Glauben Sie mir, Herr Berg, das ist kein Ausweg. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ich habe nichts davon, ob Sie da runterspringen oder nicht. Es gibt nur Scherereien, so oder so. Ich sage Ihnen ganz objektiv, Sie sind dem Mädchen etwas schuldig. Ihr Geständnis, aber nicht Ihren Tod. Kommen Sie, Herr Bark.